Und ja, sorry, ich sagte ja, ich werde mich jetzt eine Weile in Nadoret aufhalten und mir alles genau ansehen und Aufgaben machen. Wie kann euch ein Diener Praios helfen? Ich habe hier eine Lieferung von Olwyn für ich euch. Ich danke euch, mein Kind. Bitte nehmt diese Münzen als Entschädigung für euren Aufwand. Oh, der zahlt uns kann fast ich zwei euch Silber. Anderweitig behilflich sein? Im Moment nicht, danke. Der ist schon mal großzügiger gewesen. Wie nett. Dann wieder raus hier. Der Krämer ist eh eine gute Anlaufstelle, weil der schickt uns vielleicht sogar noch zu Leuten, die noch andere Aufträge haben. Wenn wir Glück haben, so wie jetzt der Müller zum Beispiel, auch wenn das vielleicht eher Zufall gewesen ist. Willkommen bei Olmis Gemischtwaren. Was darf es sein? Okay, er hat noch ein Päckchen für uns. Dieses Paket ist für Magier Bruckbart. Der Magier liegt in seinem Turm nordöstlich der Stadt. Folgt dem schmalen Berg. Um den Turm zu erreichen. Der okay. Magier ist eigentlich stets beschäftigt. Ihr werdet ihn nicht antreffen. Legt das Paket einfach in die magische Truhe vor seinem Turm. Ob ich diesen Turm und die Truhe wo finde, ich werde sehen, was ich tun kann. Kann ich euch vielleicht sonst behilflich sein? Nein, danke. Seht ihr, was ich gerade gesagt habe? Von dem Magister habe ich bis jetzt nämlich noch gar nicht gehört. Der müsste irgendwo hier oben sein, wahrscheinlich. Das kommt mir doch bekannt vor. Hier haben wir den Blutwolf damals getötet. Aber was mir gerade noch so auffällt, wir haben 200 Steigerungspunkte. Das bedeutet, ich kann den Lademeister lernen. Also, gehen wir jetzt erstmal wieder zum Marktplatz und zur Diebesgilde. Walter Klaas, hallo. Willst du die Gilde betreten? Jupp. So, wieder in der Gilde. Neue nimm auf keinen Fall wieder eine ganze Becher voll wieder runter in den Keller. Hey, Daniel Iperdian meinte, es hätte gar nicht so übel geschmeckt. Deshalb hat er ja auch den Fehler gemacht. Wie viel Geld haben wir jetzt mittlerweile eigentlich? Wow, das reicht ja. Das reicht jedenfalls schon mal, um uns die Kurschamazungen zu besorgen, um die Trolle zu bestechen. Willkommen in Fexens Halle. Ich grüße womit dich. Kann ich helfen? Ich kenne den Inhalt der Kisten. Es ist etwas delikat. Komm näher, ich flüstere es dir ins Ohr. Bei Fex, wer hätte das gedacht? Das ist wahrlich ein roter Hering. Also was Wertvolles, so wie es aussieht. Das war ganz hervorragende Arbeit. Hier, nimm dies als kleine Anerkennung. Super. Nur ein Fingerfertigkeitselixier für... Naja, gut. Falls Quanoval was Schwieriges zu öffnen hat, zum Beispiel, könnte das sehr gut ankommen. So. Ah, jetzt gehen wir nochmal zu dieser Diebin hier und tun den Goldschmuck, den wir gekriegt haben, auf den Kopf hauen. Hier, das hier alles. So. Haben wir auch noch mal so eine Dukate. Ja, so 5 Dukaten ungefähr. Sage ich ganz, vielleicht 4 Dukaten. Noch mal auf den Kopf gehauen. Ach nee, wir haben es ja nicht auf den Kopf gehauen selber. Wir haben jetzt ein bisschen was verdient dran. So.
Jetzt haben wir wieder Geld, was wir auf den Kopf hauen können. So. Nehmen wir gleich mal den Ausgang hier. Gucken, wo der uns rausbringt. Ah ja, ziemlich nah an der Kaserne, glaube ich. Ja, genau, hier runter, wieder am Effortgeweihten vorbei. Die Strecke kenne ich langsam auswendig. Und dann gucken wir mal, was wir noch so zu erledigen haben. Also Mini-Aufgaben, die im Tagebuch stehen, die habe ich jetzt glaube ich alle gemacht, abgesehen von der Kiste und dem letzten Steckbrief. Aber die werde ich ja auch noch erledigen. Da seid ihr wieder. Bereit für die Jagd? Erstmal brauche ich eine Hilfe, um meinen Kampfstil zu verbessern, nämlich ich. Ich brauche Lademeister. Fähigkeit lernen. Ja. Was könnte ich den anderen noch so beibringen? Kannst du Ausdauer? Ja, du kannst Ausdauer. Dann lern mal Ausdauer bitte, Fireris. Das kannst du nämlich gebrauchen fürs Schießen. Soll sie gleich noch die große Ausdauer 2 lernen? Ja. Das Geld haben wir ja. Jetzt hat sie mal wenigstens ordentlich Ausdauer. Und so gesehen... Warum wird mein... Ist mein Tagebuch eigentlich ausgedunkelt? Na egal. Und außerdem fähigkeitsmäßig... Sonderfähigkeiten... Vielleicht irgendwann noch den Meister schützen, aber das war's dann auch schon. Nahkampf braucht sie ja nicht. Ausweichen Stufe 2 könnte sie noch gebrauchen. Hat sie dafür eigentlich alles? Ja, hat sie. Außer Steigerungspunkte. Aber die verballern wir mal für was anderes. Würde ich sagen. Ein Punkt in AE. Ist super viel. Ich habe auch keine mehr im Augenblick. Na? Vorgrim hätte doch viele, aber ich will ja in Kampftalente reinsteigern. Vielleicht finde ich auch irgendwo mal jemanden, der das trainiert. So, ich würde mal sagen... Karte. Nächster Schritt. Die Nester töten, vernichten und zu dem Magierturm reisen. Also ab zu den Nestern. Jetzt machen wir dieses Nest hier gleich mal platt. Und erledigen die Feuerfliegen. Das sind immer so viele, aber die sterben zum Glück ziemlich schnell. Wie nah sind wir eigentlich? Na, wir haben noch ein bisschen, bis wir Ardo eingeholt haben. Ardo hatte ja, ich habe ja mal kurz geguckt, wie viel Erfahrungspunkte er hat. Er hat 5200. Also wenn wir auch so 5200 haben. So. Können wir ja mal Arthur in die Gruppe aufnehmen. Da weiß ich nicht, wen ich dafür rausschmeiße. Der agelt da auch immer noch seelenruhig. Dann gucken wir mal. Hier drüben ist noch ein Gebiet, was wir nicht entdeckt haben. Da können wir aber so rüber hin. Hier drüben ist auch noch was, was wir nicht entdeckt haben. Also ja.
zerstören wir aber erstmal die Feuerfliegennester. Das geht ja verhältnismäßig schnell. Munition nachfüllen, so. Und es ist noch die Feuerfliegenkönigin übrig. Wäre das ein mieser Cliffhanger, wenn ich jetzt einen Cut mache? nein, ich bin mal nicht so fies. Ich mache das jetzt, eine Feuerfliegen ist jetzt auch noch schnell kaputt. So, das sind ein paar Feuerfliegen. Am Anfang war die definitiv schwerer. Auch wenn sie hier ständig Feieres vergiften. Was? Und Vorgrim und Koado jetzt rumstehen und nichts machen. So, das war der letzte. Gut. Dann würde ich sagen, an dieser lauschigen, schönen Stelle, voller toter Feuerfliegen, direkt am Fluss, mit Ausschau auf diesen schönen Wasserfall da hinten. Und ja, ich schwärme immer noch von dieser Spielegrafik und Umgebung hier. Selbst das schnell fließende Wasser hier sieht sehr schön aus. Speichere ich ab. LP22. Und mache einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.